Die Amerikaner haben ihren Präsidenten gewählt. Es ist für viele eine Überraschung. Ich gratuliere dem neuen Präsidenten sehr herzlich und wünsche ihm viel Erfolg in seiner Aufgabe. Die erste Aufgabe wird nun sicher sein, dass er die doch tief gespaltene Nation in Amerika wieder zusammenführt. Das ist immer die Aufgabe von Siegern, dies zu tun. Die zweite Aufgabe ist, dass sich Trump nicht nur um die Innenpolitik in Amerika kümmert, sondern sich auch bewusst wird, welche außenpolitischen Herausforderungen für Amerika bestehen. Wir werden natürlich mit Amerika auch in Zukunft freundschaftlich zusammenarbeiten. Amerika ist ein wichtiger Handelspartner für uns. Und wir werden mit der neuen amerikanischen Regierung natürlich darüber sprechen müssen, was Handel, was Globalisierung, auch was Freihandelsabkommen sowohl für Amerika als auch für uns in Europa bedeuten. Wir Europäer müssen zur Kenntnis nehmen, dass Amerika erwartet, dass wir mehr für unsere eigenen außenpolitischen Aufgaben und Sicherheit tun. Schon Obama hat es so formuliert. Das heißt, die Europäer müssen nun endlich aus den kleinen Streitereien und Diskussionen herausfinden und müssen erkennen, dass sie handlungsfähig sein müssen. Wir müssen mehr für unsere Verteidigung und Sicherheit tun. Auch in Deutschland reagieren wir darauf und sagen, wir brauchen im Verteidigungshaushalt mehr an für Investitionen. Wir müssen Herausforderungen, die wir im Orient sehen, mehr auch mit europäischem Einsatz begleiten. Also da wird sich einiges ändern, aber es bleibt, so hoffe ich doch, dass Amerika für uns ein sehr, sehr wichtiger Partner, ja, und Amerika nach wie vor unser Freund in der Zusammenarbeit bleibt.